Die Schlacht um Blackgate Castle tobte. Die Mauern brannten und Lyrs Gefolgsleute kämpften um ihr Leben. Nie zuvor war es den Armeen des Underdogs gelungen, so tief ins Reich König Lyrs einzudringen. Lyr stellte sich dem Underdog im Kampf und wurde durch einen Hinterhalt schwer verletzt. Seinen Leibwächtern gelang es, den König in sein Gemach zu bringen. Die Hofzauberer unter der Leitung von Pagan, dem Erzmagier, versuchten nun Lyr zu heilen. Das tödliche Gift des Underdogs von dessen Klinge schwächte den König zunehmend. Unterdessen irrt der kleine treue Diener und rechte Hand Lyrs, Kingsley, durch das Schloss auf der Suche nach ihm, um ihm Wichtiges zu berichten. Lord Kingsley, der König wurde in sein Gemach gebracht. Doch es gibt kein Durchkommen. Der Feind ist bereits im Inneren der Burg. Wir versuchen, sie aufzuhalten, doch wir kommen nicht durch. Es scheint hoffnungslos. Soldat, dies ist weder die Zeit noch der Ort, um Schwäche zu zeigen. Der König schwebt in Lebensgefahr und ihr habt einen Eid geleistet, um ihn zu schützen. Also erfüllt eure Pflicht! Ein zweiter Soldat hörte die Unterredung mit. My Lord, es gibt noch einen anderen Weg zum Gemach des Königs. Doch ihr müsst durch die Kerker. Sucht den Kerkermeister, er kann euch helfen. Beeilt euch, wir halten hier die Stellung. Möge der König euch beistehen. Kingsley machte sich auf den Weg zu den Kerkern. Diese waren auch an den sonnigsten und schönsten Tagen ein unheimlicher und gefährlicher Ort. Viele Räuber, Mörder und auch Monster wurden hier gefangen gehalten und vom restlichen Volk isoliert. Kingsley schlich so leise er konnte die Gänge entlang und sah fürchterliche Kreaturen in den Zellen. Er war nie hier unten gewesen, wohl wissend, dass es die Kerker gab und die Kreaturen und Psychopathen, die hier hausten. My Lord Kingsley, was macht ihr hier? Die Tore werden bald fallen und der Feind wird in die Kerker eindringen. Ihr müsst fliehen, hier ist es nicht sicher. Kerkermeister, ihr müsst mir sofort den geheimen Weg zum Gemach des Königs zeigen. Ich muss auf der Stelle zu ihm. Es gibt eine wichtige Botschaft zu überbringen. Möglicherweise wird sie den Verlauf des Krieges ändern. Bringt mich durch den Kerker. Der Kerkermeister nickte nur und lief voraus. Von allen Seiten kamen Hände und Klauen aus den Zellen und versuchten nach Kingsley zu greifen. Häftlinge schrien und flehten, sie rauszulassen. Plötzlich stürzt dich aus dem Nichts eine Kreatur auf die Beine. Ach, vergiss es, du Biest! Hier kommst du nicht durch! Kingsley! Lauf den Gang bis zur letzten Fackel durch! Schnell! Ich weiß nicht, wie lange ich diese Kreatur... Kingsley rannte bis zum Ende des Ganges. Ein qualvoller Todesschrei folgte ihm. Am Ende angelangt, erspähte er die letzte Fackel. Ein Stein fiel ihm auf, der etwas rausragte, und er drückte ihn. Eine Geheimtür öffnete sich, die ihn zu einer langen Wendeltreppe führte. Er war nun unterhalb des Haupthofs. Der Feind war währenddessen schon weit im Inneren der Burg. Doch noch war er nicht zu den Gemächern des Königs vorgedrungen. Durch die Schießscharten konnte man die brennenden Häuser sehen. Es sah finster aus. Der Himmel war durch das Feuer rot gefärbt. Die Hölle brach buchstäblich über das Königreich herein. Der Underdog, die Kreatur des Schattens, hatte seine Chance genutzt und zum finalen Schlag gegen den König ausgeholt. Es darf noch nicht zu spät sein. Bitte, Euer Majestät, sterbt nicht! Halt! Wer ist da? Kein Schritt weiter! Ich muss schnell zum König. Wo ist er? Bitte, sagt mir, dass er noch lebt! Die Wachen traten zur Seite
und gaben den Blick auf den König frei. Blass und halb im Hadesreich verschwunden, ein Schatten seiner selbst. Um ihn herum die besten Magier seines Zirkels. Groß, stark, mystisch. Er wendete sich an den Erzmagier. Pagan, ihr seid der mächtigste Magier des Landes. Sagt mir, was hier geschehen ist. Wird der König überleben? Er wurde in einen Hinterhalt gelockt und von einer vergifteten Klinge getroffen. Das Gift saugt ihm seine Lebenskraft aus. Wir haben alles getan, was in unserer Macht steht, doch es reicht nicht. Das Gift alleine kann nicht so einen Schaden anrichten. Ich bin mir sicher, dass ihn niemand verflucht hat. Wir heilen ihn schon die ganze Zeit, aber er wird schwächer. Ich befürchte, dass es der Fluch des Hades ist. Oh nein! Das heißt ja... Wenn der König diesen Kampf verliert, wird er nicht nur aus unserer Welt weichen. Er wird auch noch in den Orkus geschickt und ist dort den Mächten des Bösen komplett ausgeliefert. Und dann haben nicht mal wir die Chance, ihn wieder zu beleben. Lauf weg! Nein! Ich werde meinen König nicht im Stich lassen. Ich werde mit euch kämpfen. Bis zum Ende! Kingsley, wir... Oh, verflucht! Tötet sie alle! Das verlassene Endokpack! Angriff! Macht sie nicht zum König! Lehrt euch nicht ein, was wir haben! Ja! Der Erzmagier nahm Kingsley und warf ihn aus dem Burgfenster. Möge Lir dir beistehen. Es tut mir leid, aber du musst überleben.